1492, Amerika ist entdeckt. Den spanischen Eroberern erschließt sich eine neue Welt. Deren Einwohner pflegen zum Teil seltsame Gebräuche. Zu kultischen Zwecken spielen sie mit elastischen Bällen, wie sie in Europa noch unbekannt sind. Hergestellt werden diese Bälle aus dem milchig-weißen Saft einheimischer Baumarten. Trocknet der Saft, so gerinnt er zu einer zäh-elastischen, wasserabweisenden Masse. Ein ideales Material, mit dem die Indianer wasserdichte Kleidung, so auch Schuhe und Flaschen herstellen. Das Harz des Baumes nennen sie Kautschuk, weinendes Holz. Für Kautschuk wäre auch in Europa Verwendung gewesen, doch interessierte man sich mehr für die sagenhaften Goldschätze der neuen Welt. Zwei Jahrhunderte später führen Charles-Marie de la Condamine Forschungsreisen nach Südamerika. Ob zwar mit Vermessungsarbeiten betraut, begeistert er sich für den Kautschuk. Doch dieser lässt sich mit den damaligen Methoden nur schlecht verarbeiten. Das flüssige Harz hingegen überdauert lange Transporte nicht. So bleibt Kautschuk in Europa kaum mehr als eine Kuriosität. Erst als Mitte des 18. Jahrhunderts geeignete Lösemittel für Kautschuk gefunden sind, erschließen sich neue Anwendungen. So können mit Gummilösung gasdichte Ballonhüllen hergestellt werden. Doch haben all die Gummiprodukte unverkennbare Schwächen. Bei heißem Wetter sind sie klebrig, bei kaltem steif und brüchig. Für gewisse Abhilfe sorgt der Schotte Charles Mackintosh. 1823 verband er die klebrige Kautschukschicht zwischen zwei Leinenbahnen. Damit ist zwar das eigentliche Problem nicht gelöst, doch lässt sich mit diesen Stoffen nun tragbare Regenbekleidung herstellen. 1824 beträgt die Kautschuk-Weltproduktion gerade einmal 100 Tonnen. Ab 1830 entsteht ein regelrechter Kautschuk-Boom. Innerhalb von nur 6 Jahren verzehnfacht sich die Kautschukerzeugung. Brasilien, das das Weltmonopol auf Kautschuk hat, beliefert eine aufstrebende Industrie.1837 kommt es zu einer Wirtschaftskrise, der viele Unternehmen zum Opfer fallen. Besonders hart trifft es die Gummiindustrie, deren Produkte nach wie vor an den altbekannten Mängeln leiden. Versuche, durch Zusätze den Gummi haltbar zu machen, verlaufen mehr oder weniger erfolglos, bis 1839 der Amerikaner Charles Goodyear eine geeignete Methode entdeckt, um die Eigenschaften des Kautschuks zu verbessern. Goodyear experimentiert mit Kautschuklösungen, denen er Schwefelpulver zugegeben hat. Mit Schwefel haben es vor Goodyear schon andere versucht. Teilerfolge stellten sich mit Kautschuk ein, der solchermaßen mit Schwefel vermischt an der Sonne getrocknet wurde. Goodyear verfolgt diesen Weg weiter. Zum Trocknen bedient er sich der Hitze eines Ofens. Doch ein richtiger Erfolg hat sich nicht einstellen wollen. Ein Zufall kommt Goodyear zu Hilfe. Unbeabsichtigt wird eine seiner Proben höherer Temperatur ausgesetzt. Der Kautschuk verkohlt größtenteils. Goodyear erkennt, dass sich an einigen Stellen ein Material mit elastischen Eigenschaften gebildet hat. Damit hat er die Vulkanisation entdeckt. Unbehandelter Kautschuk besteht aus Riesenmolekülen, die sich leicht gegeneinander verschieben lassen. Mit Schwefel und unter Einwirkung von Hitze findet eine chemische Reaktion statt, die die Moleküle untereinander vernetzt. Nun lassen sie sich nicht mehr beliebig gegeneinander verschieben. Sie bilden vielmehr ein Netzwerk, das über elastische Eigenschaften verfügt. Jetzt, da es möglich ist, verwertbaren Gummi herzustellen, steigt das Interesse an Kautschuk erneut an.
Der Rohkautschuk kommt nach wie vor aus Brasilien, das immer noch über das Kautschukmonopol verfügt. Denn nur in den Urwäldern des Amazonas ist die Hevea brasiliensis beheimatet, der Baum, der den Kautschuk mit den besten Eigenschaften liefert. Die Bäume finden sich nur vereinzelt und weit verstreut im Regenwald des Amazonasgebietes. Das Zapfen des Baumharzes ist mühsam. In den 50 Jahren von 1830 bis 1880 steigt die Jahresproduktion um das 5000-fache an, auf 15.000 Tonnen. Gummi erweist sich aufgrund seiner Elastizität als ideales Material für die Lauffläche von Fahrradreifen. Doch richtig komfortabel wird es erst, als um 1880 der irische Tierarzt John Dunlop den Luftreifen erfand. Zum zweiten Mal übrigens, denn bereits 4 Jahrzehnte zuvor hat ihn ein Schotte, Robert Thompson, patentieren lassen. Zu früh allerdings. Dunlops Luftreifen hingegen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Automobilindustrie verlangt nach einem leicht laufenden Reifen. Erneut steigt die Nachfrage nach Kautschuk. Um die Jahrhundertwende werden aus Amazonasdörfern schillernde Metropolen. Das Opernhaus von Manaus, mit dessen Bau die reichen Gummibarone Enrico Caruso, wenn auch vergeblich, zum Auftritt bewegen wollten. Die enorme Nachfrage und die brasilianische Monopolstellung bestimmen den Preis. Kautschuk bringt auf dem Weltmarkt so viel ein wie Silber. Es liegt nahe, Plantagen anzulegen, um so den Markt effizienter mit Kautschuk versorgen zu können. Doch Brasilien verpasst eine solche Entwicklung. England indes versuchte sich schon früh unabhängig zu machen vom brasilianischen Kautschuk. Die hierzu benötigten Samen beschaffte Henry Wickham, ein im Amazonasgebiet ansässiger englischer Pflanzer. 1876 bereits sammelte Wickham mit der Hilfe von Indianern 70.000 Samen. Mit dem Hinweis, es handle sich um sehr empfindliche Pflanzen, die für die englische Krone bestimmt seien, gelang es ihm, die Ladung vorbei am brasilianischen Zoll außer Landes zu schaffen. Zweitausend der Samen keimen in englischen Gewächshäusern aus und gelangen als Bäumchen nach Südostasien, wo in Englands Kolonien die ersten Kautschukplantagen entstehen. 1914 liefern diese Plantagen 70.000 Tonnen Kautschuk, knapp 60% der Welterzeugung. Die Kautschukgewinnung auf den Plantagen ist weitaus kostengünstiger als die des Wildkautschuks in den Urwäldern Brasiliens. Damit ist das brasilianische Kautschukmonopol gebrochen. Insbesondere die steigende Automobilisierung heizt die Nachfrage nach Kautschuk an. Es ist abzusehen, dass Wild- und Plantagenkautschuk bald nicht mehr ausreichen werden. Eine mögliche Lösung des Problems: synthetischer Kautschuk. Der chemische Grundbaustein, das Isopren, ist bereits seit 1860 bekannt. 1909 gelingt es dem deutschen Chemiker Fritz Hofmann, aus Isopren künstlichen Kautschuk herzustellen. Doch für den Ausgangsstoff Isopren fehlt ein wirtschaftliches Herstellungsverfahren. So wendet sich Hofmann einem dem Isopren zwar ähnlichen, jedoch leichter zugänglichen Stoff zu, dem Dimethylbutadien. Aus dem daraus hergestellten Methylkautschuk werden 1910 die ersten Automobilreifen gepresst. Sogar Kaiser Wilhelm lässt seine Automobile mit diesen Reifen ausrüsten. Der Kaiser äußert sich höchst befriedigt über den Methylkautschuk. Doch werden während des Ersten Weltkrieges in Deutschland nur 2500 Tonnen produziert. Denn der Methylkautschuk ist ein minderwertiger Ersatzstoff. So wird nach dem Krieg die Produktion eingestellt. Erst nach 1933 wird der Synthese-Kautschuk auf Basis von Butadien im Rahmen der Autarkiebestrebungen Deutschlands in den Vierjahresplan aufgenommen. 1935 verkündet Hitler in seiner Reichsparteitagsrede, es werde unverzüglich mit dem Bau einer großen Synthese-Kautschukfabrik begonnen. Ein geeignetes Gelände findet sich in Schkopau bei Halle. Der erste Spatenstich.
1936 vorgestellt, die ersten Reifen aus sogenanntem Buna S. Währenddessen gehen in Schkopau die Arbeiten voran. Das Gelände wird an das Rohstoffversorgungsnetz des Deutschen Reiches angeschlossen. Eine Fabrik entsteht, die Deutschland unabhängig machen soll vom englischen Plantagenkautschuk. Die benötigten Ausgangsstoffe Butadien und Styrol werden aus Kohle und Kalk gewonnen. 1937 geht die erste Kautschukfabrik für Buna S in Betrieb. Der Zweite Weltkrieg. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor ist Amerika von einem Großteil seiner Kautschukquellen, den Plantagen Südostasiens, abgeschnitten. So werden auch in den Vereinigten Staaten innerhalb kürzester Zeit regierungseigene Anlagen zur Herstellung von synthetischem Kautschuk errichtet. 1942 wird der erste amerikanische Synthese-Kautschuk produziert. Aus synthetischem Kautschuk werden Reifen hergestellt, gleichermaßen Attrappen, um die feindliche Aufklärung zu täuschen. Gummi, ein Material, das hilft, Schlachten zu gewinnen. Ein Material von großer militärischer Bedeutung. Nach dem Krieg muss Deutschland auf Weisung der Alliierten die Erzeugung von synthetischem Kautschuk und dessen Ausgangsstoffen einstellen. Erst ab 1952 kann mit dem Wiederaufbau der Produktionsanlagen begonnen werden. 1953 erhält der deutsche Chemiker Hermann Staudinger den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten über die Makromoleküle. Staudingers Theorie bildet das Rüstzeug, mit dem die Chemiker Kunstfasern, Kunststoffe und auch Kautschuk nach Maß herstellen können. Durch geeignete Zusatzstoffe und Verfahrensführung können, je nach Verwendungszweck, Kautschuksorten gezielt mit ganz bestimmten Eigenschaften hergestellt werden. Elastizität und andere mechanische Eigenschaften sowie chemische Widerstandsfähigkeit von Kautschukprodukten können so verbessert werden. Dabei kommen synthetischer und natürlicher Kautschuk gleichermaßen zum Einsatz. Moderne Reifen müssen extremen Belastungen standhalten. Geringe Abrollgeräusche und niedriger Kraftstoffverbrauch durch minimalen Rollwiderstand und das bei größtmöglicher Haltbarkeit. Das sind einige der Vorgaben, die Reifenhersteller in ihren Konstruktionen berücksichtigen. Ein moderner Pkw-Reifen besteht aus bis zu 25 verschiedenen Aufbauteilen. Zum Einsatz kommen nicht selten 10 unterschiedliche Gummimischungen. Trotz aller Fortschritte in der Herstellung synthetischen Kautschuks haben sich gerade Mischungen mit hohem Naturkautschukanteil für Teile hoher mechanischer Belastung bewährt. Gänzlich neue Eigenschaften haben die Silikonkautschucke, hier in der nicht vulkanisierten und daher noch zähflüssigen Form. Silikonkautschuk behält seine elastischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich. Ein idealer Stoff für extreme Einsatzbedingungen. Als der Mensch erstmals den Mond betrat, tat er dies auf Sohlen aus Silikonkautschuk.